Moin Sigros-Freunde, willkommen zurück hier auf unserem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid bei der Schiffsvorstellung der Lightning, das neue Standardforschungsschiff der Briten. Ja, und wir haben es freigeschaltet. Wir hatten ein bisschen Glück mit den Containern. Und ja, auf geht die ganze Geschichte. Was möchte ich euch heute zeigen? Ja, wieder was zur Geschichte erzählen. Ich möchte die Werte vergleichen. Die Module, die einbaubar sind, die Signalflaggen und die Kapitänskills, die für dieses Schiff zu empfehlen sind, kurz vorstellen. Das ist meine persönliche Meinung, wie man dieses Schiff skillen kann. Es soll so eine Art Basisguide sein. Dass es da immer noch ein paar Skillungen gibt, die davon abweichen, ist ganz normal. Wir sind alle verschiedene Menschen, haben alle verschiedene Meinungen. Von daher fangen wir jetzt einfach mal an. Die Geschichte zur Lightning ist doch sehr, sehr, sehr durchwachsen, sage ich jetzt einfach mal. Sie hat sehr, sehr viel erlebt in der Karriere, wo sie da auf den Weltmeeren unterwegs war. Ziellegung war am 15.11.1983. Der Stapellauf war im April 1940. Und am 18.05.1941 wurde sie dann bemannt und in Dienst gestellt und wurde dann bei Scapa Flow, Homefleet Basis, zuerst eingesetzt, Zerstörer. Geschwader nennt sich das, glaube ich. 19 war das, oder die Flottille, 19 Zerstörerflottille, und übernahm dann in dem Jahr der Indienststellung, also 1941, viele Geleitzugoperationen, zum Beispiel auch nach Malta, schützte Minenleger vor Norwegen, solche ganzen Geschichten. Entging unter anderem bei einer Geleitzugoperation ganz knapp einem Torpedotreffer, der wurde um 18 Meter sozusagen vermieden. 1942 wurde sie der H-Force sozusagen zugeordnet und ich habe mir da notiert, dass sie sich quasi mit einer Wasserbombe fast selbst versenkt hatte sozusagen. Sie hat sie sehr stark beschädigt, weil eine Wasserbombe sehr früh nach Wassereintauchen explodiert ist und da der ganze hintere Bereich stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, unter anderem halt das Ruder sehr stark beschädigt wurde. Sie hatte sehr, sehr viele verschiedene Operationen. Ich kann halt gar nicht alles zusammenfassen, was es da noch alles gab. Unter anderem nahm sie 39 Schiffbrüchige auf und einen Hund von einem norwegischen Tanker, der versenkt wurde, von den Deutschen vermutlich. Und ja, also hat sehr, sehr viel durchgemacht. 43 wurde sie denn der Q-Force zugeteilt und war in diesen Operationen da unterwegs. Und ja, da kam die S-55 und torpedierte sie. Sie wurde versenkt. 45 Menschen verloren ihr Leben bei dieser Versenkung. Ja, in der Q-Force wurde Platz frei und die Blyska Wiska wurde ihr hinzugefügt, sozusagen der polnische Wort für Blitz. Ja, und Lightning steht ja auch für Blitz, also ist das quasi, da schließt sich der Kreis. Ja, überall wird der Blitz hinzugefügt, sozusagen. Ja, sie verdiente während ihrer Karriere bei Battle Honours, und zwar Diego Suarez und Malta Convoys waren die beiden Auszeichnungen, die sie erhielt. Wie hat Wargaming jetzt unser Schiff hier ins Spiel gebracht? Fangen wir gleich oben an. Wir werden das wieder ein bisschen vergleichen, so auszugsweise vergleichen mit anderen Schiffen. Wir haben 15.900 Trefferpunkte. Ich rede immer von der jeweils höchsten Ausbaustufe des jeweiligen Schiffes. Ja, also wir sind jetzt hier schon im B-Rumpf und in der Feuerleitanlage sind wir jetzt auch schon auf die zweite Version gewechselt. Also wir haben 15.900 Trefferpunkte, was sie gut im Mittelfeld ansiedelt. Die Kiew hat 16,2, die Kagero 15,1. Der einzige, der nach oben so richtig doll ausreißt, ist eben die Z-23, die eben 19,5 hat. Da kann sie natürlich nicht mithalten. So, die Panzerungsverteilung, die brauchen wir uns nur kurz angucken. Wir haben hier über 19 mm, also eben dickere Aluminiumdosen. Da ich jetzt einfach mal hier oben ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger. Die Aufbauten sind dünner. Ja, und viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir haben 19 mm. Von daher können wir da schon weiterspringen. So, wir kommen zur Hauptbatterie. Wir haben drei Türme, A2 Rohre. Ihr seht das hier. Ich mache mal die Panzerungsanordnung weg. Hier vorne zwei Türme, hinten ein Turm. Das heißt, ihr könnt relativ schmales Profil zum Gegner zeigen und nur die beiden Türme benutzen. Das ist ziemlich ja, angenehm zu fahren. So ist mein Empfinden. Wir haben eine Nachladezeit von 4,5 Sekunden. Dauer für die 180-Grad-Kehre ohne Skillung 9 Sekunden. Das ist eigentlich eine ziemlich angenehme Geschichte. Also, da kann man gut mit agieren. Man hat nie das Gefühl, dass die Türme jetzt nicht im Ziel bleiben können oder so. Das ist wirklich
eine schöne Sache. Was mir sofort positiv auffällt, für die ganzen Briten-Spezialisten unter euch, ist euch schon längst aufgefallen, die Brandwahrscheinlichkeit der Sprenggranaten beträgt 9%, was richtig heftig ist. Ihr schießt alle 4,5 Sekunden 9% Brandwahrscheinlichkeit und da ist jetzt hier nichts drauf geskillt. Also ihr könnt noch mit Kapitän arbeiten, ihr könnt sogar noch mit Flaggen arbeiten und würdet dann sogar auf 12% kommen. Bei so einer Dekadenz hier sozusagen, Kadenz natürlich, der Schusskadenz, macht ihr da ordentlich Brände auf den Gegnern. Ihr könnt 12,2 Kilometer weit schießen, der Alpha-Schaden 1700 bei HE, 2200 bei AP. Wo liegen wir denn da im Vergleich? Die Z23 hat nach vorne zwei Türme, aber jeweils nur ein Rohr. Ja, 1500 ist der HE-Schaden, 3000 ist der AP-Schaden. Die AP bei den Deutschen ist sowieso sehr, sehr stark. Bei der Kiew haben wir durch das höhere, durch die höheren Millimeterzahlen einen höheren Alpha-Damage zu verzeichnen. Wir haben hier 3x2 Türme mit 3x2 Rohre, 130 mm und 1900 und 2500. Wenn man das so sieht, ist es natürlich logisch aufgrund der höheren Millimeterzahl, dass da mehr Schaden ausgeteilt wird. Die Schussweite der Kiew ist 100 Meter weiter, also sind wir da schon ganz vorne mit dabei. Kagero ist kein Gun-DD, von daher spielen die hier gar keine große Rolle. Der Alpha-Schaden ist bei AP gleich und bei HE ist der Alpha-Schaden der Kagero einen Ticken höher, dafür schießt sie aber auch viel, viel weniger häufig. Was kann man zu den Türmen noch sagen, bevor ich zu den Torpedos komme? Die Türme können sich alle durchdrehen. Alle drei, von 1 bis 3, können sich um 360 Grad drehen. Das versetzt euch in die Situation, dass ihr jederzeit immer wieder die Türme ganz schnell im Ziel habt. Daher ist es vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, um einen Elite-Schütze zu skillen. Das muss jeder für sich wissen, ja, wenn wir dann nachher bei den Kapitän-Skills sind, ob ihr Elite-Schütze da drinnen haben wollt oder nicht. Dadurch, dass die Türme sich durchdrehen, seid ihr quasi permanent immer in der Situation, die Türme im Ziel relativ schnell im Ziel zu haben. Kommt nachher darauf an, wenn ihr ganz nah an gegnerischen Zerstörern operiert, ob dann die Türme noch schnell genug sind. Aber von Prinzip her sind 9 Sekunden recht vielversprechend, um es so auszudrücken. So, zu den Torpedowerfern. Diese sind natürlich wieder besonders bei den britischen Pendants sozusagen. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Torpedos wieder einzeln abzufeuern, aber beachtet bitte, wenn ihr die einzeln abfeuert, immer einen Werfer komplett leer zu machen, also 4 Torpedos abzufeuern. Denn wenn ihr nicht 4 abfeuert, dann behaltet ihr 2 hier in dem Werfer drin und in der Zeit wird der Werfer auch nicht nachgeladen. Also die beiden Rohre, 1 und 2, bleiben leer. Und hier sind noch 2 drin. Erst wenn der letzte Torpedo den Werfer abverlassen hat, dann wird der Werfer auch nachgeladen. Ja, also kann einem auch mal, der eine Torpedo dann eben doch fehlen. Und dann wird das Schiff eben nicht versenkt. Wenn man dann alles auf eine Karte gesetzt hat, ist das ein bisschen doof. Wie sieht das im Vergleich aus? Also wir haben 96 Sekunden Nachladezeit, Dauer für die Kehre 7,2 Sekunden. Alle Standardwerte, Höchstschaden 15.867 Alpha-Damage-Punkte sozusagen, Trefferpunkte. Torpedoreichweite 8 Kilometer. Wie sehen wir da im Vergleich aus? Ja, die Z23 hat 8,5 Kilometer Torpreichweite bei 65 Knoten. Unser Dampfer hier hat nur 61 Knoten. Das ist, schon einen Ticken kürzer, einen Ticken weniger langsam. Also ein bisschen Ticken weniger schnell, also langsam. Meine Güte, ich hab's heute mit meinen Worten, ne? Die Kiew hat dann auch noch einen Werfer, der 2x5 Rohre hat, kommt 8 Kilometer, aber ist dafür noch langsamer, 55 Knoten schnell. Und die Kagero als Torpedoboot natürlich am besten bewaffnet, hat dann 2 Werfer, A4 Rohre, 10 Kilometer, 67 Knoten. Das heißt, auch da sind wir, einigermaßen im Mittelfeld mit den Torpedos. Und ja, der Einzelabwurf, der macht es dann halt irgendwo auch wieder wett. Ja, man kann die dosiert einsetzen, sehr auf den Punkt einsetzen, wenn man was Bestimmtes denn erreichen möchte. Von daher kann ich es euch nur ans Herz legen, diese Sache dann mal auszuprobieren, auch den Einzelabwurf. So, und dann haben wir die Flugabwehr, die überspringt jetzt, die spielt eigentlich bei den Zerstörern kaum eine Rolle, außer bei ganz wenigen Ausnahmen. Kommen wir direkt zur Manövrierfähigkeit. Da zählt die Höchstgeschwindigkeit mit rein. Da kann man dann auch gleich zu verlieren. Ihr werdet den Motorboost auf diesem Schiff schmerzlich vermissen. Ihr kommt 36 Knoten schnell aus dem Hafen raus sozusagen. Ihr könnt damit der Sierra Mike Flagge 37,8 Knoten erreichen. Allerdings, wie gesagt,
ihr habt den Motorbus nicht zur Verfügung, was den DD in die Situation versetzt, eigentlich einer der langsamsten DDs auf dieser Tierstufe zu sein, wo alle anderen DDs um euch herum den Motorbus in der Regel nutzen können. Was wiederum sehr großer Vorteil ist, ist der Wendekreis. Mit 590 Meter ist es einer der geringsten Wendekreise, die mir in dem Spiel bekannt sind, wenn nicht sogar der geringste. Und das versetzt euch wieder in die Lage, sehr viel Mumpeln relativ zügig und schnell ausweichen zu können. Die Ruderstellzeit ist angenehm, sehr angenehm. Sie fühlt sich einfach sehr agil an. Nicht so agil wie die Kagero, die mit 2,7 Sekunden sicherlich nochmal eine schnellere Ruderstellzeit hat, aber dafür ist das Boot länger. Die Lightning ist als Boot kürzer als die Kagero. Zumindest rein vom Gefühl her. Ich habe das jetzt nicht nachgemessen oder habt ihr ganz genau die Daten alle parat. Aber gefühlt ist das Boot kürzer, es ist wendig, es tritt sehr schnell an. Das gehört ja auch noch zur Manövrierbarkeit. Es hat nämlich die Beschleunigung der britischen leichten Kreuzer geerbt. Das heißt, ihr gebt Gas und die Sprünge in den Knoten gehen ganz am Anfang richtig schön hoch. Also ihr verzögert auch dementsprechend wieder. Ihr könnt sehr schön schnell in den Nebel reinbremsen. Und dann habt ihr da wieder euren Vorteil von der langsamen Geschwindigkeit, also verhältnismäßig langsamen Geschwindigkeit, wieder so ein bisschen eben ausgeglichen. So, und zum nächsten Punkt geht es dann in die Sache Verborgenheit oder um die Sache Verborgenheit. Verborgenheit 7 Kilometer ist auf der Tierstufe eine der besten, die wir so parat haben. Kiew Z23 kann da überall nicht mithalten. Kagero ist natürlich ein Ticken besser, ist das bestgetanste Schiff im Spiel. 6,8 ist der Standardwert bei der Kagero. Wir haben hier 7,0, das heißt, wir sind ganz nah dran. Und zwar könnt ihr, wenn ihr komplett auf Tarnung geht, was bei dem DD durchaus Sinn macht, zumindest als Basisskillung, macht das durchaus Sinn, kommt ihr auf 5,5 Kilometer Sichtbarkeit, wenn ihr alles draufhaut. Und bei der Kagero kommen wir auf 5,4. Was dann schon ein sehr wettbewerbsfähiger Wert ist. Ihr seid quasi bis auf das Kagero-Schiff sozusagen immer am wenigsten sichtbar auf der Tierstufe. Lufterkennbarkeit 3,8 ist ebenfalls der geringste Wert. Der ist sogar gleich mit der Kagero. Und Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel ist ja für einen DD auch immer relevant. Und gerade dieser Gun-DD, den ich hier eher als Gun-DD charakterisiere, aufgrund der schnellen Schusskadenz, der hohen Brandwahrscheinlichkeit, solche ganzen Geschichten spielen für mich dann eine große Rolle. Schießt man halt viel und häufig aus dem Nebel oder von hinterm Berg, weil der Bogen der Granaten doch sehr, sehr hoch ist, eine relativ langsame fliegende Mumpel, ist dann 2,5 Kilometer. Also ihr merkt schon, man kann das Boot entweder nutzen und offen bei höchster Geschwindigkeit manövrieren, durch die Gegend fahren und versuchen, gegnerische Schlachtschiffe anzuzünden. Wenn man die dann offen antrifft, die können sich meistens sehr, sehr schwer gegen einen wehren. Im Nebel, dann solltet ihr am besten noch einen Kompagnon dabei haben, der euch mit ein bisschen Nebel unterstützt. Denn der Nebel, da kommen wir jetzt dazu, hat so seine Eigenheiten. So, Munition und Verbrauchsmaterial. Ihr habt HEAP-Granaten, das sollte man mal erwähnt haben. Schadensbegrenzungsteam 1 und 2, Ladezeit 40 Sekunden, bei dem Standardmaterial sind 60 Sekunden, 5 Sekunden ist die ganze Geschichte aktiv. Dann kommen wir zum Nebel. Ja, Nebelerzeuger 1, Wirkungsdauer, also Auswerfen des Nebels sind 10 Sekunden, Nebelwand sind nur 40 Sekunden. Also da ist der langsamstehendste oder geringststehendste Nebel, wenn man jetzt mal die ganzen Purs und Haider und so weiter eben außen vor lässt, sozusagen die Pan-britischen, wie heißen sie noch? Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Die Purs und die Haider, die gehören da zum Beispiel mit rein. Die haben ja diesen Wandernebel. Aber hier wird halt 10 Sekunden ausgeworfen und die Nebelwand steht nur 40 Sekunden. Das ist beim Premium-Material genauso, nur dass die Nachladezeit, bis der Nebel wieder verfügbar ist, sich halt hier um 20 Sekunden unterscheidet. Der Vorteil, den ihr habt so eine Sache 5 respektive 6 Mal. Das heißt, das ist für mich so eine Art Panic Room. Das kann man ganz optimal benutzen. Sollte man mal doch zu forsch, zu aggressiv gewesen sein, ja, und zu lange geschossen haben, dann ist das wirklich optimal, um einfach den Nebel reinzudrücken und zu nutzen. Ganz kurz im Nebel stehen und sofort wieder weiterfahren, weil ihr dann ja von der Erkennbarkeit resettet seid sozusagen. Ihr seid wieder auf den 5,5 Kilometern und keiner schießt mehr auf euch. Also ich nutze das regelmäßig, so ziehe sogar teilweise das Feuer ganz bewusst auf mich, um das von einem Kameraden vielleicht runterzuziehen. Und danach schmeiße ich den Nebel rein, stehe ganz kurz im Nebel, bin nicht mehr entdeckt und mein Kamerad hat sich möglicherweise in der Zeit auch verdünnisiert. Ist eine nette Variante, den Nebel da zu nutzen. Also die 6 Mal, die gibt schon Gefechte, wo man sie gerne mal nutzt. Also
Ich freue mich darauf, mal eure Kommentare zu dem Nebel zu lesen. Vielleicht unter diesem YouTube-Video. So, der nächste Punkt ist die hydroakustische Suche. Die haben wir hier. 3 Kilometer Ortung der Torpedos, 3 Kilometer Ortung des Schiffs. Das heißt, die gleichen sich. Das ist kein unterschiedlicher Wert wie bei den ganzen anderen hydroakustischen Werten. Hier ist es definitiv 3 und 3. Dann haben wir Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials hier 180 Sekunden, also eine Stehdauer von 3 Minuten bei der Hydroakustik, was doch sehr extrem lang ist. Und eine Nachladezeit von 180 Sekunden, also nochmal 3 Minuten, es sei denn, ihr benutzt das Premium-Verbrauchsmaterial. Da sind es eben 120 Sekunden, also 2 Minuten. Ja, das sind die Verbrauchsmaterialien, die ihr hier benutzen könnt. Ist eine sehr angenehme Geschichte. Ihr könnt damit sehr angenehm Flotten von einer gewissen Flanke schützen, vor Torpedoangriffen nämlich zum Beispiel. Ja, weil ihr einfach eine lange Stehzeit des der Hydroakustik habt oder wenn ihr einen Infight mit mehreren DDs habt, ist Hydroakustik wirklich eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte. Und dann, wenn das Ding so lange aktiv ist, da seid ihr eigentlich allen anderen Schiffen überlegen. So. Zu den Verbesserungen. Welche Verbesserungen können wir denn hier jetzt einbauen? Hier gehört ganz klar in den ersten Slot Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Es geht darum, hier die Ausfälle zu minimieren, also das Risiko des Ausfalls der Hauptbatterie oder dass der Torpedowerfer kaputt geht. So eine Sachen minimiert man hiermit massiv und darum, das sind eure Waffen, die ihr auf diesem Schiff benutzt. Deswegen auf jeden Fall diese Geschichte einbauen. Hilfsbewaffnung zählt halt für Flak und Sekundärbewaffnung. Was habt ihr? Also Flak habt ihr, aber Sekundärbewaffnung habt ihr sowieso nicht. Die Flak ist schlecht, die muss auch nicht überleben. Magazinmodifikation würde ich jetzt hier nicht einbauen. Dafür gibt es eine schöne Flagge, die die komplett entfernt. So, und dann Slot 2. Antriebs- oder Steuergetriebe-Modifikation. Das ist der entscheidende Punkt. Dazwischen müsst ihr wählen. Ich nehme die Antriebsmodifikation, damit ihr auch immer Vortrieb habt. Ja. Dann kommen wir zu Slot 3. Die Zielsystemmodifikation ist hier sicherlich die beste Wahl. Hier oben würdet ihr Drehzeit der Hauptgeschütze gewinnen, also 15% schneller drehen, aber Nachladezeit verlieren. Die Drehgeschwindigkeit der Türme ist eigentlich ziemlich zügig und ausreichend oder sogar befriedigend. Ja, und deswegen müsst ihr die nicht noch weiter beschleunigen. Viel wichtiger ist es, dass die Mumpeln in ein Ziel kommen und dass die Torpedowerfer sich auch schneller drehen, nämlich wenn ihr mal schneller das Ziel wechselt. Es geht dann darum, wenn ihr links ein Ziel bekämpft und dann rechts ein Ziel aufkreuzt, mit dem zweiten Torpedowerfer da möglicherweise schnell hinzukommen, das dauert dann eben 20% kürzer die Drehzeit. So, und dann kommen wir in den vierten Slot. Aufgrund der verbesserten Beschleunigungseigenschaften des DDs, also angelehnt an die leichten Kreuzer der Briten, gibt es hier auch keine Antriebsmodifikation mehr, sodass ihr die nochmal beschleunigen könnt. Ihr kennt ja hier die Antriebsmodifikation 2, die einfach die Zeit der Beschleunigung um minus 50% setzt sozusagen, die ihr benötigt, um volle Geschwindigkeit zu erreichen. Das gibt es hier nicht mehr. Deswegen macht auch hier die Schadensbegrenzungssystemmodifikation eigentlich wenig Sinn. Ihr operiert oft aus dem Verborgenen, könnt euch auch wieder zurückziehen. Solche ganzen Geschichten. Darum, ihr seid kein Schlachtschiff, von daher braucht auch kein Schadensbegrenzungsteam. Denn auf den Schiffen macht Schadensbegrenzungsteam mit am meisten Sinn. So. Dann haben wir die Ruderstellzeit auch weiter reduziert, ne? Von 3,8 auf 3,0. Und dann kommen wir zum letzten Slot, wo ihr die Wahl habt zwischen Zielerfassungssystem, Steuergetriebe-Modifikation oder Tarnsystem. Fangen wir unten an. Euer Steuergetriebe ist bei 3 Sekunden. Ihr müsst nicht noch weiter runter. Ja, das ist meiner Meinung nach unnütz. Das Zielerfassungssystem kann für den einen oder anderen Experimentierfreudigen ganz angenehm sein. Gerade wenn man den Kapitän nachher auf Tarnung skillt und so eine Sachen, dann kommt man ja auch so auf 6 Kilometer. Ich persönlich würde aber hier, möchte hier eine Basisskillung vorstellen, die verlässlich ist, auch gerade für die ersten Gefechte. Von daher ganz klar Tarnsystem, um auch dann den niedrigsten Sichtbarkeitswert oder den zweitniedrigsten Sichtbarkeitswert des DDs, eines DDs auf der Zielstufe zu erreichen. Und nebenbei gesagt, ihr erhöht ja auch die Streuung auf euer Schiff. Ne? Wird auf euch geschossen, ist die Streuung des gegnerischen Granaten auf euer Schiff einfach mal um 5% gesteigert. So, dann haben wir die Module durch, wir haben die Verbrauchsmaterialien durch. Als nächstes kommen wir zu den Tarnungen. Die Tarnung, die ihr erhalten könnt, wenn ihr die Lightning durchforscht, könnt ihr nochmals extra Geld ausgeben und das wäre dann eben hier die, die Typ 18 Lackierung, die Standardwerte mit der Streuung Erkennbarkeit zu Wasser. Dann gibt es natürlich die Schiffswartung um 10% reduziert und EPI-Gefecht um 50% gesteigert. Das wären eben 3000 Dublonen. Die sieht dann auch so aus, also weiß, Mint, ja, Wildschweine-Pfefferminzsoße, Mint, Grün, Schwarz. So.
könnte man das sagen. Ich möchte aber den Vergleichswerten wegen zumindest eine Lackierung da mal raufmachen. Ist ein nettes britisches Schiff. Ich mag die Lackierung hier. Minus 3 plus 4. Das ist für uns wichtig, weil dadurch die Zahlen sich verändern. Den habe ich jetzt mal raufgesetzt. Dann kommen wir zu den Signalen, die hier besonders wichtig sind. Also die wichtigsten Signale. Wir haben ja schon gesehen, ich hatte ja vorhin schon erzählt, die Brandwahrscheinlichkeit. Ne? Ihr habt hier India X-Ray und Victor Lima. Die beiden Signale solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr sie verfügbar habt, in euer Schiff einbauen. Dann Julia Charlie, um die Magazinmodifikation, Explosion sozusagen zu verhindern. Der nächste Punkt ist, ich springe gerade ein bisschen hin und her, sorry dafür, Juliet Whiskey Una One. Ihr wollt ja Wassereinbrüche verursachen auf gegnerischen Schiffen, also das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Dann gibt es hier die Sierra Mike, eine ganz wichtiges Signal, weil ihr eine der langsamsten DDs seid sozusagen. Wenn man jetzt die Motorboostfähigkeiten der Schiffe dazu rechnet, dann die ihr nicht habt, deswegen müsst ihr dann das mit einer höheren Geschwindigkeit ausgleichen. Also 37,8 Knoten erreicht ihr mit Sierra Mike. Und was ich hier immer noch ganz gerne mit raufskille, ist dann Ladezeit, Verbrauchsmaterial. Das heißt Nebelwerfer schneller parat, Hydro schneller parat, Schadensbegrenzungsteam ist schneller parat, nämlich 5% schneller. Und auf einem DD muss man einsatzfähig sein, man muss schnell reagieren und das hilft euch und bringt euch in die Lage. Alles Ökonomische überlasse ich komplett euch. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ob ihr mehr EP braucht, mehr Geld braucht, mehr Kapitäns-EP, das spielt für das Gefecht keine Rolle. Von daher, das sind die wichtigen Kampfsignale, die ihr hier oben gesehen habt oder seht. Ja, und ich hoffe, ihr habt genug davon. So, auf die Flaggen gehen wir auch nicht weiter ein. Die bringen keinen Gefechtsvorteil, außer bei den gewerteten Gefechten. First League Flagge und so weiter. So, und dann lege ich euch eins ans Herz. Ihr solltet unbedingt zusehen, einen Jack oder einen Bert Dunkirk zu bekommen. Wer den Jack nicht hat und wer den Bert auch nicht hat, hat jetzt aktuell während des britischen Bogen die Möglichkeit im Arsenal Bert Dunkirk zu erkaufen für diese Marken, für diese Sovereigns. Könnt ihr 100 Marken ausgeben und dann bekommt ihr einen Bert Dunkirk und der hat genau die gleichen Verbesserungen oder verbesserten Fähigkeiten wie der Jack hier. Nämlich eben 1000 Sasser, das heißt verringert die Nachladezeit des Verbrauchsmaterials. Dann habt ihr Elite-Schütze, dann habt ihr den Nebelwand-Experten, der jeweils besser ist als der Standardwert bei Standardkapitänen. Was wollen wir jetzt hier skillen? Ich habe jetzt hier noch den Elite-Schütze drin, den werde ich nochmal rausnehmen demnächst. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier oben, ihr habt jetzt einen 10er Kapitän, das ist eigentlich immer relativ schnell im Spiel zu erreichen. Was solltet ihr zuerst skillen? Ganz klar für mich, vorrangiges Ziel. Ich möchte wissen, wenn ich offen bin, werde ich anvisiert und von wie vielen werde ich anvisiert. Ein Schiff kann man schnell mal ausweichen, zwei wird schon schwieriger, drei ist schon ziemlich, ziemlich schwierig da, komplett unbeschadet rauszugehen. Darum erstmal diesen Bereich. Dann im Zweierbereich, nicht Elite-Schütze als erstes, sondern als erstes, gilt ihr dann mit letzter Anstrengung, dass wenn ihr dann doch mal getroffen werdet, Motorboost, also Motorschaden habt oder Ruderschaden, mit letzter Anstrengung ist das aushaltbar, weil ihr habt immer noch eine Funktion, wenn sie auch ein Ticken gehandicapt ist, also ein Ticken langsamer ist. Im nächsten Feld, im Dreier, macht ihr die Schießgrundausbildung rein, um die Nachladezeit von 4,5 Sekunden auf 4 Sekunden zu reduzieren. Das ist ganz wichtig. Ihr habt ein gutes Kaliber, ihr werdet oft gegen die DS kämpfen müssen und von daher ist es enorm wichtig, die Schießgrundausbildung da rein zu basteln. Und dann natürlich hier unten den Tarnungsmeister mit reinbauen, um eure Erkennbarkeit nochmal um 10% zu senken. Das heißt, ihr habt jetzt 10 Punkte vergeben. Solltet ihr darüber hinaus noch Punkte verfügbar haben, könnt ihr hier oben überlegen, ob ihr den Elite-Schützen überhaupt braucht und dann lieber auf den 1000-Sasser gehen, weil das nochmal die Nachladezeit zum Beispiel der Nebelwand weiter reduziert. Dann könnt ihr oben Sinn machen, präventive Maßnahmen zu skillen. Ganz hier unten, natürlich macht es ganz viel Sinn, Experte der Überlebensfähigkeit zu skillen. Ihr braucht mehr Trefferpunkte im direkten Kampf gegen andere Zerstörer. Hier kriegt ihr pro Tierstufe 350 und ihr müsst daran denken, ihr nehmt den Kapitän ja wahrscheinlich mit auf das nächste Schiff. Und ja, wenn ihr dann bei T10 angekommen seid, bekommt ihr 3500 Trefferpunkte geschenkt für diese Fähigkeit. Also auf jeden Fall mit einplanen. Und was sich immer lohnt, bei diesen niedrigen Kalibern, aktuell zumindest bei dem aktuellen Game Mode noch, ihr Trägheitszünder für Sprenggranaten. Ihr verliert ja nur 1% Brandwahrscheinlichkeit und macht dafür aber 30% mehr Schaden auf anderen Schiffen, wenn ihr diese dann beschießt. Ja, ihr habt schon eine gute Penetrationschance mit den HE-Granaten und diese erhöht euch dann nochmal diesen Wert. Ja, und das ist eigentlich das, was man hier ganz besonders an den Tag legen kann. Was kann man hier im Dreierbereich noch empfehlen? Natürlich den Sprengmeister,
die Brandwahrscheinlichkeit nochmal erhöhen. Ich weiß nicht, Inspekteur würde ich nicht so unbedingt empfehlen. Ich brauche kein 7. Mal Nebel oder ein 4. Mal Hydroakustik. In der Regel kommt man nicht, ist man nicht so lang da drin unterwegs. Ja, also von daher müsst ihr wissen, ob ihr den Inspekteur skillen wollt. Auch hier die Torpedobewaffnungskompetenz ist natürlich eine Überlegung wert. Verringert eure Nachladezeit der Torpedowerfer um 10%. Das sind dann 9,6 Sekunden weniger Nachladezeit. Ich weiß nicht, ob ich dafür 3 Skillpunkte einsetzen würde. Ich bin darauf nicht gegangen. Aus diesem Grund eben, weil es nur 9,6 Sekunden sind. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Kommen wir schon zu meinem Fazit. Also, wir haben hier ein sehr schnelles Schiff, also ein sehr schnelles im Antritt, bewegliches, manövrierfähiges Schiff. Die Endgeschwindigkeit ist der Malus bei dem Dampfer. Ihr habt nur in Anführungsstrichen 36 Knoten von Hause aus. Aber das Schiff fühlte sich in meinen Händen, so wie ich es jetzt gefahren bin, immer wieder doch sehr flexibel an und sehr kampffähig, auch gegen höhere Tierstufen. Gegen eine Kitakasa habe ich es auch aufgenommen und konnte dieses Gefecht für mich entscheiden. Also, es ist wendig. Ihr habt Türme, ja, alle drei Türme drehen sich um 360 Grad. Das bedeutet also, ihr habt eigentlich nie ein Problem, eure Türme nicht im Ziel zu haben. Ihr könnt relativ schnell eure Türme abfeuern, wenn ihr denn ein Ziel entdeckt. Ja, und eine Hydro-Drehzeit, Stehzeit von 3 Minuten. Dazu kommt eine einzelabschießende Torpedowerfer, ja, auch eine richtig gute Sache. Was ist der große Nachteil? Der Nebelwerfer, den ihr benutzt, der ist nur sehr, sehr kurz stehend, ist aber dafür häufig einsetzbar. Und ihr habt keinen Motorboost. Das ist eigentlich das größte Problem. Ihr könnt nicht euch mal schnell aus einer Situation zurückziehen und dann mit einer Überschussgeschwindigkeit euch entfernen. Ihr müsst mit diesen Knoten, die ihr habt, leben und haushalten. Ich persönlich genieße jetzt sehr, die Lightning zu fahren. Mir persönlich macht die unheimlich Spaß und ich freue mich jetzt schon, wenn der Baum dann richtig ins Spiel integriert wird und ja, man dann da sich auch durchgrinden kann. Ich hoffe, euch hat die Schiffsvorstellung gefallen, ein bisschen geholfen, die ersten Schritte auf den britischen DDs zu gehen, wenn ihr jetzt bei der Lightning angekommen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und uns weiterempfehlt. Und dann hören wir uns schon im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, euer Secrets Team, euer Marara. Ciao, ciao.